Leute, was geht ab und willkommen hier zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Teams in FIFA 18. Mauer, schön, dass du wieder eingeschaut hast, das freut mich natürlich sehr. Und ja, heute gibt es wieder die nächsten Teams, die ihr mir geschickt habt an meine E-Mail-Adresse, die natürlich auch immer unten in der Videobeschreibung steht, ganz genau. Aber wenn ihr die E-Mail nicht schicken könnt, weil da irgendein Fehler steht oder so, bedeutet das, dass mein E-Mail-Postfach voll ist und ich weitere E-Mails nicht annehmen kann, weil Postfach ist voll. Ich muss die Teams noch bewerten. Mal gucken, vielleicht mache ich es irgendwann, dass ich alles lösche und dann ihr nochmal neu zuschicken könnt, dass euer Team quasi auf dem neuesten Stand ist. Aber dann werde ich euch informieren. Keine Sorge, Leute. Und wenn auch natürlich noch nicht Abonnent ist meines Kanals, kann mich natürlich kostenlos abonnieren. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und wir starten direkt mit dem ersten Team. Das erste Team kommt vom Lukas. Und der Lukas hat wahrscheinlich erst so mit FIFA Mobile angefangen, kann ich mir so vorstellen. Weil er halt eine 90er Bewertung, und eine 90er Bewertung bedeutet leider, dass du nur einen einzigen Extrapunkt bekommst. Einen einzigen. So, das Team müssen wir natürlich auch noch bewerten. Er hat hier ein paar Bundesligaspieler drin, was mir natürlich gefällt. Lewandowski und Reus, richtig geil. Tolisso, Hummels, Boateng. Leute, was meint ihr? Wechselt Boateng noch? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr so schreibt und wohin. Ich sag, glaube ich, er geht zu Paris. Mal gucken. Mal gucken. Manuel Neuer hat auch hinten im Kasten, aber es gibt so zwei Spieler, die mir nicht so richtig gut gefallen. Renato Sanchez halt, ne? Das ist auch die Frage. Startet er jetzt richtig durch bei den Bayern, weil er ein gutes Testspiel gemacht hat? Weiß ich nicht. Also, klar, er war ein Talent, sag ich mal. Dann hat er bei Bayern nichts auf die Reihe bekommen, bei Swansea auch nicht. Und jetzt wieder bei den Bayern. War ja ausgeliehen zu Swansea und hier als Swansea-Karte noch. Und halt der Rechtsverteidiger Mukiele. Ja, ich gebe dir dafür eine 3. Ich bin mal nicht so hart und ich gebe dir eine 2, sondern ich gebe dir 3 Punkte. Das heißt, du landest bei 4 von 10 möglichen Punkten, Lukas. Wir kommen zum zweiten Team. Und wir steigern uns schon ein bisschen. Aber das ist ein komplettes Bayern-Team. Alles klar. Mohamed, du bist wahrscheinlich Bayern-Fan. Hab ich stark geschlussfolgert, ne? Richtig. Ja, was gibt's da zu bewerten? Lewandowski, James Rodriguez mit einem 100er Spieler sogar. Komplett Bayern. Kann man feiern, kann man nicht feiern. Ich gebe dir dafür aber eine 4 von 10. Nicht 4 von 10, sondern 4 von 5. So meine Bewertung. Und für die 95er Bewertung kriegst du nochmal 3. Das heißt, du landest bei 7 von 10, Mohamed. Ja, es gibt da eigentlich nichts so wirklich auszusetzen, aber eine 5 von 5 kann ich dir für das Bayern-Team halt nicht geben. Bayern muss sich mal halt noch einen richtig geilen Star holen. Bayern hat quasi das Geld dafür. Bayern muss sich auch verjüngen, sage ich mal, mit Ribéry und Robben läuft das nicht mehr allzu lange gut, sage ich mal. Das ist meine Meinung, ihr könnt eine andere Meinung haben. Wir kommen zum nächsten Team. Und das ist dieses hier. Oh, Benzema als Champions-League-Spieler, die sehen richtig geil aus. Muss ich sagen, Oxlade-Chamberlain auch als Champions-League-Karte. Boah, die hießen ja Eurostars, aber FIFA 19 Mobile werden die ja Champions-League-Karten heißen oder Europa League, weil EA hat ja die Rechte, Leute. Da können wir uns auf schöne Champions-League-Packs, denke ich mal, freuen. Ich denke mal, auch ein Champions-League-Event wird es geben, vielleicht sogar einen eigenen Champions-League-Modus. Wer weiß, was EA sich da einfallen lässt. Ich hoffe, da wird richtig viel kommen. Weil ich bin hyped auf FIFA 19, auf FIFA 19 auf der Konsole. Ich werde auf der Konsole spielen und natürlich auch hier auf dem Handy. Ist ja klar, Leute. FIFA Mobile. Ganz klar. So, Ronaldo, Benzema, Salah, Oxlade-Chamberlain, Modric, Rabiot, Wendell, Thiago Silva, Ramos, Roberto und Fährmann. Das reicht für mich auch noch nicht aus für eine 5 von 5. Muss ich dir ehrlich sagen. Coutinho, 93er Wertung, 2 Extrapunkte. Das heißt, du kriegst auch eine 4 von mir. Und insgesamt landest du bei 6 von 10 möglichen Punkten. Ja, und ich glaube, ich habe noch 4 oder 5 Teams heute am Start. Oh, Pogba als Kampagnenspieler sehe ich irgendwie auch selten. Habe ich zwar auch noch nicht freigespielt, könnte ich freispielen. Wahrscheinlich würde ich es jetzt auch ein bisschen einfacher schaffen mit meiner 105er Bewertung. Weil damals, wo ich noch 95, 92, 93 so hatte, war es halt ein bisschen schwieriger, da die Kampagne zu spielen. Ja, genau. Mané, Griezmann, Mbappé, Isco, Pogba, Kanté, Alba, Ramos, Godin, Coleman, Buffon. Also, mir gefällt dieses Team besser als das Team davor. Aber für mich reicht auch dieses Team nicht für eine 5 von 5 aus. Und das heißt, du landest bei 7. 7 von 10. 7 von 10, weil 96er Bewertung bedeutet 3 Punkte. 4 von mir, 7 von 10 für dieses Team. Wir kommen zum
Drittletzten Team, drei habe ich noch. So, der Sommi hat hier einen Batshuayi und einen Pulisic. Pulisic geht ja richtig ab. Vielleicht wechselt er noch, aber ich würde es mir wünschen, wenn er in der Bundesliga bleibt. Gerade für den BVB, dass der BVB dann nochmal einen richtig guten hat. Einen richtig guten Flügelspieler. Callejon, Mané, Gedes, Petit, Elli, Batra, Walker, Hummels, Buffon. 97er Bewertung, 3 Punkte dafür. Und Leute, könnt ihr euch jetzt schon denken, das reicht für mich nicht für eine 5 von 5 aus. Es tut mir leid, ich kann ja hier nicht die 5 von 5 verteilen wie sonst was. Dann hätte ja hier jeder fast 10 von 10 und das wollen wir ja auch nicht. Deswegen, Sommi, du kriegst 4 von mir und du landest bei 7 von 10. 7 von 10 mal wieder, Leute. Das ist hier die Lieblingsbewertung anscheinend. Genau. Vorletztes Team. Kommt vom Yannick. Ter Stegen, Neymar, Icardi, Messi. Ja, also der Sturm. Mittelfeld ist okay. Ja, eigentlich ist auch sehr gut. Nicht okay, sehr gut ist es. Zinchenko, Süle, Marquinhos, Kimmich. Bloß bei der Abwehr bin ich jetzt nicht so ganz deiner Meinung. Zinchenko bin ich halt überhaupt kein Fan davon. Oder von ihm. Süle. Finde ich zu überbewertet, Niklas Süle. Muss ich ehrlich sagen. Marquinhos. Ja, Kimmich ist halt der Einzige, der, wo ich sage, der ist richtig geil. Deswegen gebe ich dir dafür... Ich kann dir aber auch keine 3 geben, weil du hast Neymar und Messi vorne drin. Deswegen muss ich dir eigentlich auch eine 4 geben und du landest auch bei 7 von 10, Leute. Ich fasse es nicht, ey. Herrlich, jeder kriegt hier 7 von 10. Kann hier mal ein richtig starker kommen. Okay, wir beenden die Folge mit einem 89er-Team. Das bedeutet, das tut mir jetzt leid, dass du hier die Folge beendest, aber... Ich kann ja nichts dafür, ich habe die Screenshots einfach abgespeichert und habe jetzt nicht geguckt, wer hier als letztes kommt. 89er Bewertung bedeutet aber, dass der Skywee wahrscheinlich noch nicht so viel gespielt hat, FIFA Mobile. Bedeutet auch, du kriegst 0 Punkte leider, also 0 extra Punkte. Und für dieses Team kriegst du von mir, Mbappé ist auf jeden Fall richtig geil, wahrscheinlich hast du den gezogen. Özil, Aubameyang, Sané. Kluivert ist auch gut, Matic, Son, also nur, ich habe was auszusetzen, nur bei der Abwehr eigentlich. Und das heißt, du kriegst hier auch 4 Punkte von mir, aber du bleibst auch bei 4 von 10 Punkten, weil du keine extra Punkte bekommst. Und das war es ja auch von der heutigen Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns wieder um 20 Uhr bei der 20 Uhr FIFA Mobile Folge, Leute. Ich hoffe, ihr seid dann wieder am Start. Ich bin raus an dieser Stelle. Haut rein und tschüssi.